Die Hofgeschichten. Heute im Vorhart sammelt Johannes Berch zusammen mit Jungfreiwilligen Weihnachtsbäume ein. So kommt auch die Jugend so ein bisschen zur Landwirtschaft. Ne? Da haben die wieder Bezug zum Trecker, zum Landwirt und so. Auf dem Mühlenhof sollen demnächst Schweine einziehen. Ein Experte hilft bei der Planung. Dass wir mal auch eine Komfortecke haben für die Schweine, dass sie da hinten trocken liegen können. Auf seinen neuen Mistschieber Marke Eigenbau ist Falke richtig stolz. Einsatzbereit und auch schon voll im Einsatz. Und im Wendland gibt's für die Mutterziegen einen besonderen Leckerbissen. Das macht natürlich Spaß für einen selbst. Tiere füttern. Der Biohof Bercht in Badenhausen im Harzer Vorland. Die Kühe hat Landwirt Johannes Bercht längst gemolken. Jetzt ist er zusammen mit seinem besten Freund Nils Fricke unterwegs zur Kirchengemeinde von Badenhausen. Die liegt direkt hinter seinem Hof. Hier haben sie heute einen ehrenamtlichen Einsatz fürs Dorf. Moin. Morgen. Hi. Hi. Moin. Tachchen. Na? So. Gibt's noch Frühstück? Gemeinsame Stärkung, bevor es losgeht. So. Morgen. Moin. Ja. Wir wollen gleich Weihnachtsbäume einsammeln. Und wir treffen uns jedes Jahr einmal sozusagen hier in der Kirche oder im Pfarrhaus. Und dann sind die Konfirmanden, die jetzt sozusagen die Konfirmfahrt machen, die sammeln Bäume ein und verdienen sich sozusagen da so ein bisschen Taschengeld dazu, dass sie die Fahrt günstiger bekommen. Und ja, wir sammeln gleich die Bäume ein und bringen die alle auf einen Platz und dann werden die geschreddert. Ja, das ist unser Plan. Danke. Prost. Etwa 200 Bäume müssen die Freiwilligen jetzt einsammeln. Der erste kommt schon aus dem Pfarrhaus geflogen. Ja, Spaß raus. Was? Perfekt. Hast du auch noch ein bisschen was für unsere Spardose? Ja, klar. Ja. Aber mein Mann, der ist unter das dicke Portemonnaie. Ja, alles klar, mach ich. Rund 60 Freiwillige sind heute Vormittag im Einsatz. Die diesjährigen Konfirmanden laufen bereits von Haustür zu Haustür und sammeln Spenden für ihre Konfirmandenfreizeit. Hallo, guten Morgen. Wir sind von der Spendenaktion. So, dann kann der Weihnachtsbaum noch was Gutes tun. Ja. Vielen Dank. Geht weiter. Wer steigt denn freiwillig ab? Klein. Die Kleinen, gut. So. Für Johannes und die Badenhauser Landjugend ist der ehrenamtliche Einsatz heute Morgen selbstverständlich. Alle drauf, weiter! Schließlich waren sie auch mal Konfirmanden und konnten die Unterstützung damals gut gebrauchen. Jetzt hier mit dir links. Ja, komm, bring rüber. Danke dir. Oh, der sieht auch richtig aus wie eine räudige Katze. Als nächstes in Johannesborn. Ja, war der Plan. Gut. Hoppi, egal, hoppi. Ich glaube, für nächstes Jahr bauen wir uns so eine Treppe da hinten dran, ne? Ein Lift. Ein Lift, genau. Unerwartet viel los auf den Straßen von Badenhausen. Nee, wir wollen hier drehen. Ja, ich glaube, die wollen hier in den Weg rein. Ja, können wir jetzt auch nichts ändern. An diesem Samstagmorgen haben die freiwilligen Helfer Vorfahrt. Mehr als 50 Weihnachtsbäume müssen sie noch einsammeln. Dankeschön. Ja, ja. In die Mehrzweckhalle am Mühlenhof in Zeppelin sollen Ferkel einziehen. Dafür muss sie aber erst noch eingerichtet werden. Tierchefin Maren Krüger berät sich mit einem Experten für Stalleinbauten. Wir besprechen jetzt einmal, wie wir das mit den Tränken für die Schweine ein bisschen umfunktionieren können. Weil jetzt ist es noch für die Kühe ausgelegt und Herr Glende ist da der Profi, was Schweinetränken betrifft und solche Sachen. Da hinten soll Liegebereich sein und hier vorne sollen die Hütten stehen. Und es macht ja Sinn, wenn wir das Wasser dann auch von hier vorne nutzen. Das heißt, dass wir mal auch eine Komfortecke haben für die Schweine, dass sie da hinten trocken liegen können. Wenn die Schweine viel saufen, ist ja auch das Stroh ein bisschen nass. Die Ferkel sollen nach den Bioland-Richtlinien gehalten werden. Dafür brauchen sie genügend Platz. Hier sollen 100 Schweine rein und wir wollen pro 10 Tiere eine Tränke setzen.
Wir setzen aber pro 10 Tiere 2 Tränken in unterschiedlichen Höhen, damit die so ein bisschen mitwachsen können. Die Richtlinie schreibt 0,6 Quadratmeter für jedes Ferkel vor. Auf dem Mühlenhof sollen sie mehr Freiraum bekommen. So, 40 Meter haben wir. Breite brauchen wir nicht, weil wir nur an einer Seite lang gehen. Aber es wäre lieb, wenn wir die noch mal messen, weil ich die für die Öko-Kontrollstelle brauche. Also ich muss an die Öko-Kontrollstelle melden, wenn wir solche neuen Stallanlagen planen. Ich brauche einmal die Stallmaße, dann berechne ich, wie viele Tiere eigentlich rein dürften. Das muss ich dann melden. In dieser Halle könnten Sie theoretisch 3-mal so viele Ferkel einstallen. Ja? 11,70 Meter. 11,70 Meter. Zur gleichen Zeit fährt Torge Sonn mit seinem Spezialfahrzeug vor. Der Mann aus Schleswig-Holstein ist Experte für Bodenproben. Die muss jeder Landwirt alle 5 Jahre nehmen und spätestens Anfang des 6. Jahres beim Amt für Landwirtschaft und Umwelt vorlegen. Ach, hallo. Hallo Maren. Du hast schon alles abgeladen. Fleißig, fleißig. Ja. Sag mal, hast du mir noch die Unterlagen, die ich dir ausfüllen kann? Genau. Für die Spezialanalyse habe ich schon vorbereitet. Kannst dir einmal dann ausfüllen und dann. Genau, also wir machen normale Bodenproben eigentlich alle 5 Jahre. Und dann nehmen wir jetzt noch Bodenproben, die nach Österreich geschickt werden, wo genauere Kennzahlen noch weiter untersucht werden. Also die brauchen wir nicht für die Düngeplanung, die ich machen muss, sondern das ist alleine für Benedikt. Also bei den Ergebnissen kann man viel besser ablesen und Entscheidungen treffen für die Pflanzenproduktion. Bei der Analyse ist es so, dass es einmal der Ist-Zustand von den Nährstoffgehalten wird ja dementsprechend im Boden angezeigt und auch die Nährstoffvorräte. Mhm. Und das wird alles ineinander gesetzt und dementsprechend ist das eine sehr, sehr gute Herangehensweise, die ihr hier macht. Weil Mühlenhofchef Benedikt Ley mehr Daten haben will, als gesetzlich gefordert sind, wird Torge Sonn 2 Tage unterwegs sein. Er soll Proben auf ca. 1100 Hektar nehmen. Dannau in Schleswig-Holstein. Auf Hofberg ist es Zeit für Neues. Betriebsleiter René hat heute die Käsebürste gegen den Zollstock getauscht, denn er braucht viele Maße aus der Käserei. Die muss größer werden. 75. Wir sind ja hier in der Spülküche, hier, das ist relativ eng. Und das ist auch ein sehr wichtiger Arbeitsraum, weil hier einfach alle Gerätschaften gereinigt werden und die ganzen Pfandgläser für Milch und Joghurt, die jede Woche zurückkommen, werden hier gereinigt und es ist einfach zu eng. Man braucht einfach auch eine gewisse räumliche Distanz, um die gesäuberte Ware nicht durch die hier lagernde schmutzige Ware zu rekontaminieren, wieder schmutzig werden zu lassen. So. Und da braucht es einfach eine gewisse Großzügigkeit. Und der Raum war, vor 12 Jahren ist die Käserei konzipiert und gedacht, geplant und gebaut worden. Und da war das alles wunderbar. Aber durch einen etwas größeren Produktionsumfang mittlerweile und auch in Absprache mit der Veterinärbehörde muss der Raum einfach größer werden. Die Wand wird eigentlich um 3 Meter nach außen verschoben. Und dann gewinnt der Raum ja eigentlich von 10 Quadratmetern, wächst er dann auf gut 20. Unterdessen ist Renés Betriebsleiterkollege Falk mit dem Melken fertig und will gleich den Stall einmal richtig schön sauber machen. Dazu kommt endlich der neue Mistschieber Marke Eigenbau zum Einsatz. Das war sein Projekt für lange Winterabende. Sitzt, passt, wackelt nicht und hat keine Luft. Diese Konstruktion lässt das Herz des Landwirts schneller schlagen. Jo, jetzt ist er endlich fertig. Nahezu fertig. 4 Schrauben müssen noch angemacht werden, aber einsatzbereit und auch schon voll im Einsatz. Als der Alte dann seine letzte Schraube dann verloren hatte, dann war der ja auch gerade einsatzbereit. Also das Timing hat gepasst und jetzt brauchen wir nur die halbe Zeit. Mistschieben sah vorher so aus. Zu viel floss an der Seite einfach vorbei und blieb liegen. Jetzt hingegen sammelt Falks gebogene Konstruktion deutlich mehr vom Rand mit ein. Ja, der Mistschieber ist eigentlich mit das am häufigsten benutzte Werkzeug am Radlader, weil jeden Morgen, wenn die Kühe zum Melken weggesperrt sind, wird durchgeschoben. Jeden Abend, wenn die Kühe zum Melken weggesperrt sind, wird durchgeschoben. Das ist einfach die Maßnahme, um den Boden einmal wieder grund zu säubern.
wir brauchen mit dem einfach ein paar Mal weniger zurücksetzen. Ne? Wir fahren ja so lange dann wieder zurück und nehmen nochmal wieder was von dem Platterkram mit, bis dann der Boden auch so weit davon gesäubert ist. Und wenn diese, in 5 Jahren ist dann vielleicht auch schon das Vorderste von der Baggerkette einfach weggerieben durch den Kontakt zu den Wänden. Und der alte Mistschieber hat vom Stallumbau bis jetzt, also schon seine 12 Jahre durchgehalten. 12 Jahre lang hat auch die Spülküche der Käserei durchgehalten. Jetzt braucht René hier mehr Platz. Er ist immer noch im Maßnehmen-Modus, denn nur mit Wand raus ist es nicht getan. Man sieht ja einfach auch gewisse Korrosionsspuren und Material, was nicht mehr astrein ist und die Oberfläche, die porös ist, die sich nicht sehr gut reinigen lässt. Die Decke muss dann neu verkleidet werden, die Wände müssen natürlich neu gebaut werden, neue Bodenbelege braucht es. Und dazu müssen auch Wasserleitungen umgelegt werden, Stromleitungen umgelegt werden. Vor allem so ein Spezialboden ist für die Käserei wichtig. Aber das ist einfach ein Kunstharzboden, der lässt sich sehr gut reinigen. Der hat ein sehr gleichmäßiges Gefälle hin zum Bodenablauf, trocknet zügig ab, fließt ab, weil ein wesentlicher Bestandteil der Raumhygiene ist eine geschlossene Bodendecke. Hier ist er gleich durch. Als nächstes folgt ein Telefonmarathon im Büro. Zurück in Badenhausen. Landwirt Johannes Bercht und seine Mitstreiter sammeln immer noch die ausgedehnten Weihnachtsbäume im Dorf ein. Guck mal drauf, ja. Die Dorfbewohner haben ihre Bäume zum Abholen vor die Tür gelegt. So, und dann gib mal den anderen Scheiß, den kippen wir gleich ohne Tüte hier drauf. Genau. Sind wir nicht mit gehäckselt? Nee, wir sind Ökos hier. Da wird sowas nicht gemacht. Hier. Liegt das da hinter die Mauer oder so? Weiter! Solche freiwilligen Einsätze finden in Badenhausen regelmäßig statt. Ja, man trifft sich ja dann doch immer wieder. Ne? Wir sind auch hier mit Lukas, machen wir Osterfeuer zusammen. Und man kennt sich ja, oder in den Vereinen ist man zusammen. Und dann gehört das natürlich auch dazu. Ne? Super wichtig fürs Dorfleben. Also davon lebt es, die Gemeinschaft kommt weiter zusammen. Und so kommt auch die Jugend so ein bisschen zur Landwirtschaft. Ne? Da haben die wieder Bezug zum Trecker, zum Landwirt und so. Da schließt sich wieder der Kreis. Das ist super. Auch an solchen Tagen sucht Johannes nach passenden Mitarbeitern. Ja, du bist auch ein fleißiger Arbeiter. Wer ist geeignet für die Landwirtschaft? Ja, gut, dass mein Opa mich nicht so knechtet. Vielleicht sollte er nicht mehr knechten. Nach einer knappen Stunde ist der erste Hänger voll. Am Dorfrand von Badenhausen entsorgen sie die eingesammelten Weihnachtsbäume. Abgeschmückt gelten sie als Biomüll. Entweder kommt ein Schredder oder die kommen hier zum Grünabfall. Normalerweise haben wir die immer verbrannt, aber jetzt geht das nicht mehr. Ich habe das hier versucht zu organisieren, aber die Gemeinde sagt, nee. Alles. Wollen wir nicht. Letztes Jahr haben wir sie geschreddert, oder? Ja, genau, letztes Jahr haben wir sie geschreddert. Ja. Vor die Jahre auch schon. Anscheinend haben die anderen freiwilligen Helfer richtig schnell gearbeitet. Nur ein Baum liegt noch am Straßenrand. Wir machen jetzt Feierabend, denke ich mal. Ich glaube, wir haben uns unsere Bratwurst verdient. Vorher leisten sie sich noch einen kleinen Scherz. Jungs, wir haben eine Expresslieferung. Ja, schön. Hier, das ist euch. André, seid ihr durch? Dann treffen wir uns oben bei der Bratwurst, ne? Im Pfarrhaus der St. Martin-Gemeinde werden schon fleißig die Spendengelder gezählt. Eine gute Summe, ja. Die sind auch sehr oft sehr großzügig. Ja. Die kennen ja, was wir damit machen, und dann spenden wir meist sogar noch ein bisschen mehr. Ja. Über 2000 Euro sind heute gespendet worden. Die nächste Konfirmandenfreizeit nach Südtirol ist damit gesichert. Oh, hier, die ist für mich super, danke. Tja, war einer zu langsam. Er kommt als Letztes und nimmt als Erstes. Ja. Für Johannes sind solche gemeinsamen Arbeitseinsätze das, was Landleben ausmacht. Es gehört zum Dorf dazu. Aber wir sind auch so groß geworden, dass wenn was ansteht, dass wir auch da sind. Aber so sind das alle Leute bei uns hier im Dorf. Also sind alle dabei. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die sich da irgendwie verstecken oder sagen, sie machen da nicht mit. Also ich glaube, wir sind da gut aufgestellt. Und die Bratwurst hat der Schlachter aus dem Dorf gespendet.
Das Wendland in Niedersachsen. Im Rundlingsdorf Bausen auf dem Ziegenhof beschäftigt Familie Obermeier heute ein Sorgenkind. Ihr Zuchtbock Bobby. Gut. Schauen wir mal. Der dreijährige Buren-Ziegenbock Bobby kam von einem befreundeten Züchter als Jungtier auf den Hof. Na, Kollege? Bobbys Vorderbein ist entzündet, deshalb kann er nicht richtig laufen. Der Tierarzt war da und dann hat er gesagt, hier Therapie, unter anderem hier diese Dings da, diese Pferdesalbe, die wollte ich jetzt noch mal raufmachen. Das gibt's ja auch für den Menschen, glaube ich, diese Pferdesalben, ne? Aber die hat richtig, anscheinend seiner Aussage nach, ist ungefähr das Zehnfache an von diesem Zeug da drin, ne? Und dann, wenn man mal so alte Kollegen hört, die brauchen gar nicht mehr zum Arzt gehen. Die bedienen sich dann hier dran. Anscheinend, wenn irgendwas mit den Knochen ist oder so. Warten wir noch ein paar Jahre ab und dann wissen wir es auch. Ist ein Geheimtipp, anscheinend. Die Salbe soll Rücken- und Gelenkschmerzen sowie muskuläre Verspannungen lindern. Ursprünglich wurde die Pflanzenmischung bei Arbeits- und Sportpferden eingesetzt. Sie hoffen, dass das Mittel auch Bobby hilft. Jetzt nach wiederum einer Woche geht's wieder los. Und er hat schon gesagt, wenn das nicht besser wird, der Tierarzt, dann muss ich in die Praxis kommen zum Röntgen. Ja, also man leidet voll mit. Das ist voll schlimm, das zu sehen. Also man fiebert im wahrsten Sinne des Wortes bei jedem Tier mit. Weil es sind ja schon öfter Sachen und dann ist es auch so, dass da manchmal Tiere dabei sind, wo wir sehr emotionale Bindungen haben und andere, die da ist eine Bindung da, aber die ist vielleicht nicht ganz so stark. Und trotzdem, jedes Tier, wir kämpfen hier um jedes Tier, das ist halt das Ding und das ist ja auch unsere Aufgabe. Ja, sind normal. Fieber hat er nicht, denke ich. Oder Bobby? Er ist ein Feiner. Sie müssen abwarten. Mehr können sie momentan für Bobby nicht tun. Nebenan in der Scheune bereiten Veronika und Sören jetzt eine Überraschung für ihre Mutterziegen vor. Also jetzt kommen wir hier zur Delikatesse. Ziegen lieben Tannenbäume oder Fichten. Das nadelige Leckerli wollen sie gleich im Stall verteilen. Doch vorher müssen die Vierbeiner erstmal umziehen. Dabei müssen sie vorsichtig sein, denn die Tiere sind trächtig. Okay, wir müssen jetzt euch hier einmal kurz aufscheuchen. Na los, komm. Ich kann eigentlich schneller sein. Guck mal, die glaubt noch, dass es noch schafft. Caro. Caro ist auch so eine Nummer. Jetzt komm, hopp, los jetzt. Hopp, rüber mit euch. Oh, los, hopp. Jetzt stehen wir. Ja. Genau, wir machen jetzt, es ist zu ihrem Guten, wir wollen hier jetzt gleich einen Tannenbaum reinhängen. Aber wir können den nicht in Ruhe aufhängen, wenn die hier alle noch sind. Deswegen müssen sie jetzt einmal sich bewegen. Aber jetzt, wo sie alle so hochtragend sind, machen wir einen Schneckengang hier. Das ist schon krass. Wie dick die sind. Ja, ist ja gut. Komm, Steffi. Tschüss. Ende Januar ist es soweit. Dann erwarten sie die ersten Lämmer. Beschweren sich. Upp, Achtung, sorry. Gut, okay. Dann holen wir jetzt den Baum. Ja. Auf dem Mühlenhof nimmt Torge Sonn Bodenproben. Alle 5 Jahre müssen sie dem Landwirtschaftsamt gemeldet werden. Dem Landwirt helfen die Ergebnisse anschließend bei der Bodenbearbeitung. Nur ein gesunder Boden ist ein guter Boden. Denn wir reden hier über 30 cm Erdoberfläche, wo die ganze Weltbevölkerung von ernährt wird. Und wenn die kaputt ist, die kriegt man nicht wieder hin. Torge Sonn nimmt die Proben auf einer sogenannten Beganglinie. Die ist immer die gleiche. Nur so können die Proben auch miteinander verglichen werden. Und an dem Ergebnis kann der Landwirt dann erkennen, wie sich sein Boden in 5 Jahren verändert hat. Für eine Probe braucht der Agrartechniker 500 Gramm. Dafür muss er ungefähr 25 Mal in den Boden stechen.
Und wir erstellen für den Landwirt bei der Digitalisierung eine Teilzonierung eben auf der Fläche, die eben die Bodenart widerspiegelt. Und dementsprechend kann der Landwirt die Aussaatkarten bestimmen, Düngemaßnahmen durchführen und so weiter und so fort. Für den Mühlenhof soll Torgeson Proben auf einer Fläche von ca. 1100 Hektar nehmen. Insgesamt mehr als 360. Ich ziehe die Bodenproben und schicke das ins das jeweilige Labor. Weil wir sind die Profis auf dem Land draußen, die Praktiker. Und die Analyse wird, sag ich mal, auch eben vom akkreditierten Labor durchgeführt. Das Labor ermittelt die Bodenart, den pH-Wert, den Magnesium-, Kalium- und Phosphorgehalt. Der Mühlenhof will noch zusätzliche Daten, um den Zustand des Bodens exakt beurteilen zu können. Viel Maulwurfsarbeit für Torgeson. Die Mehrzweckhalle neben der Mühle ist inzwischen ausgeräumt. Die Männer von der Pflanzenbaubrigade können die Schweinebuchten einstellen. Thomas Leverenz muss die Absperrgitter direkt an die Wand stellen. Es darf kein Spalt bleiben, durch den die Ferkel durchschlüpfen könnten. Die Gitter müssen fest verankert sein, denn die verspielten Ferkel werden kräftig dran rütteln. Ist drin, aber. Jo, guck. Iglu, hier den anderen Iglu. Irgendwo zwei so nebeneinander hin, dass das so, dass das aber vernünftig funktioniert, dass sie auch mit dem Radlader rein und rausfahren können. Sonst stehen sie zu eng. Weil die das Gitter immer wegnehmen müssten dann, um dann hier reinzufahren zum Streuen dann. Wie so häufig auf alten Höfen sind die Hallen aus LPG-Zeiten zu niedrig für die moderne Technik von heute. Können wir weiter rüber noch ein bisschen. Der Ferkelspielplatz ist eingezäunt. Jetzt kann der Innenausbau beginnen. Zurück in Schleswig-Holstein. Auf Hofberg stehen in der Käserei einige Umbaumaßnahmen an. Betriebsleiter René Kohler will selbst viel machen, muss aber erstmal Material besorgen und auch den ein oder anderen Handwerker gewinnen. Eigentlich muss ich dir jetzt mal ausrechnen, wie viele Quadratmeter ich brauche, in welchen Längen. Damit ich bestellen kann beim Panel, also Isolierpanellieferanten. Die Grundrisse sind nie rechteckig. So, ich muss jetzt gucken, dass wir das so solche Längen haben. Das sind einfach 8 Meter Längen. So, wie viel Bahn brauche ich davon, um die mir liefern lassen zu können. Und anfragen, ob sie lieferbar sind, wann sie lieferbar sind, in welcher Stärke sie lieferbar sind. Aber Renés Kernkompetenz ist doch eigentlich das Käsen von Camembert und Co. Wie viel Spaß bringt da diese Arbeit? Also ich bin erstmal Agraringenieur unter anderem. Und Maße nehmen und ein paar Quadratmeter ausrechnen gehört jetzt. Also was heißt Kernkompetenz? Also gehört schon zum Kompetenzspektrum dazu. Das passt schon. Und als Betriebsleiter ohnehin haben wir immer wieder kleinere und größere Baumaßnahmen, wo es okay ist, wenn man ein bisschen mit Quadrat- und Kubikmetern umgehen kann oder Zentimetern und Millimetern. René rechnet mit etwa 10.000 bis 12.000 Euro für den Umbau. Für dieses Geld hätte sich Falk auch gerne einen automatischen Seilzug-Mistschieber im Stall gegönnt. Aber erstmal muss seine Eigenkonstruktion reichen. War ja eigentlich vor 2 Jahren schon angedacht, als wir den riesen Güllebehälter gebaut haben. Aber damals waren die Betonkosten und Stahlkosten einfach so in die Höhe geschnellt, dass das Geld, was dafür vorgesehen war, dann in Beton verschwunden ist. Und so sammeln wir erstmal wieder ein paar Scheinchen auf dem Konto und in ein paar Jahren geht das dann los. Aber ja, Radladerfahren ist einfach so ein bisschen was Meditatives. Ein bisschen nervig schon, aber ja, auf meiner Hitliste liegt die Arbeit irgendwo bei 7. Eigentlich lästig, stinkig. Aber ach, Radlerfahren ist doch irgendwie so ein bisschen Geschicklichkeitsmeditation. Das geht eigentlich immer. Statt Meditation, Organisation. René hängt seit 2 Stunden am Telefon. Da muss eine Abwasserleitung umgelegt werden und Wasserleitung stillgelegt und umgelegt werden. Da brauchen wir einen Termin, um uns das mal anzuschauen.
ist eine kleinere, größere Maßnahme. Etwa 2 Wochen wird der Umbau insgesamt dauern, schätzt René. Aber wann es losgeht, kann er noch nicht sagen. Das hängt davon ab, wie schnell er alle Fachkräfte beisammen hat. Zurück im Wendland auf dem Ziegenhof der Familie Obermeier. Veronika und Sören füttern ihre hochtragenden Mutterziegen heute mit einem für die Tiere ganz besonderen Leckerbissen. Fichtenzweige. Schnell, schnell. Und los. Mach lieber erstmal zu da. So, okay. So. Gut. Ja, wir lassen mal erstmal ins Sichere legen. Ja, wenn es sobald es auf dem Boden liegt, einmal auf dem Boden lag, dann fressen sie es nicht mehr. Das ist halt das Ding, warum wir immer aufpassen. Und wir hängen es jetzt auch auf und schmeißen es nicht einfach hier rein, weil dann liegt es in dem Mist und dann wird es nicht mehr gefressen. Dann nur noch die oberen Spitzen und dann lassen sie es liegen. Also wir brauchen eine Leiter. Nee, ich habe mir schon überlegt. Ja, hast du schon überlegt, okay, gut. Oh. Da schmeißt du das so rüber. Ja, wie so ein Cowboy. Und? Ah ja. Oh, voll gut. Guck mal, das ist auch voll lang. Das ist viel zu lang. Ja, deswegen habe ich hier noch eine Schere dabei. Wie kurz willst du es dann haben? Der muss halt einfach nur, dass er nicht auf den Boden kommt. Ja, aber trotzdem auch ein bisschen eine Höhe, ne? Also die Schnüre dürfen hier genauso lange drin hängen, wie wir hier das beaufsichtigen können. Das ist auch noch so ein Ding. Wenn wir sie jetzt alleine lassen würden mit den Schnüren, das ist ganz gefährlich. Weil die spielen damit und können sich tatsächlich da drin vertüdeln. Und dann können sie sich im schlimmsten Fall strangulieren daran. Deshalb müssen sie unbedingt während der ganzen Aktion bei den Tieren bleiben. So, dann machen wir hier, guck mal, wir können ja hier an der Seite diese Dinger reinstecken, die einzelnen Äste. Ah ja, das ist doch voll gut, stimmt. Sie verteilen die Fichtenzweige gleichmäßig im Stall, damit alle Ziegen etwas von der Delikatesse abbekommen. So, dann können sie reinkommen. Hier ist wirklich was. Na los? Hä? Das mineralstoffhaltige Nadelgehölz ist im Winter auch eine wertvolle Zusatznahrung. Ja, man ist ja sowieso auch beim Einstreuen und so allgemein ja immer da in der Herde, ne? Also, aber es macht natürlich Spaß für einen selbst. Tiere füttern. Generell gelten Ziegen als wählerisch beim Futter. Sie haben einen guten Geschmackssinn und können süß, sauer, salzig und bitter unterscheiden. Alles hier vorbildlich gelaufen. Ja, das ist manchmal, wenn die richtig fit sind und so richtig gierig, dann gibt's Kämpfe. Da gibt's richtige Streitigkeiten hier, aber genau, alles gut. Aber die sind einfach zu dick, ne, alle. Ja, das ist wirklich, da kannst du wirklich Tischdecke drüber, Stühle ran und dann kommen wir hier schön abends zu Abendessen. Oh, ne, Dicky? Ja. Gut. In einigen Wochen ist Schluss mit der Ruhe im Stall. Dann kommen die ersten Lämmer zur Welt.